Sie sind Unternehmer, Geschäftsführer, Personaler oder einfach motivierter Leistungsträger einer Firma, dann sind Sie heute hier genau richtig. Heute erfahren Sie, wie Sie mit Gold für bis zu 10.000 Euro steueroptimierte Sachzuwendungen an Mitarbeiter leisten und im wahrsten Sinne des Wortes wertvolle stille Reserven im Betriebsvermögen bilden können. Mit anderen Worten, Sie erhalten heute glänzende Tipps und Tricks mit Gold für Firmen und Unternehmer, die kaum jemand kennt. Außer vielleicht mein heutiger Gast, Dr. Oliver Wilhelm, seines Zeichens Head of Solid Premium. Olli, herzlich willkommen. Hallo Andi, hallo an alle Zuhörer. Ja, von meiner Seite auch herzlich willkommen. Starten wir gleich mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wer sind wir und was tun wir? Mein Name ist Andreas Ullmann, Vice President Sales der Solid Gruppe und ich habe heute die Ehre und das Vergnügen, Sie als Moderator durch dieses Webinar begleiten zu dürfen. Und an meiner Seite ist Dr. Oliver Wilhelm, seines Zeichens Head of Solid Premium Consulting. Olli, vielleicht stellst du dich kurz vor, sagst, was du tust und auch wie das Know-how für das heutige Webinar zustande gekommen ist. Gerne. Also gemeinsam mit meinem Team betreuen wir Firmenkunden, Geschäftskunden und institutionelle Anleger. Und die Themen, über die wir heute sprechen, sind eine Auswahl dessen, was also aus der Beratungspraxis heraus entstanden ist. Wir gucken dabei immer ganz gerne mal über den Tellerrand der klassischen Edelmetallthemen hinaus. Also klassische Themen wären jetzt zum Beispiel Edelmetalle als Krisenhedge oder Edelmetalle als Inflationshedge. Aber ich sage mal, Edelmetalle können noch so viel mehr. Und zwei Beispiele unter vielen möglichen haben wir uns heute mal ausgesucht und die wollen wir heute mal ein bisschen mehr vertiefen. Wunderbar, perfekt. Und die zwei Beispiele gucken wir uns auch an. Starten wir mit dem Thema goldene Sachzuwendungen an Arbeitnehmer. Wobei Arbeitnehmer müssen wir mal schauen, ne? Es geht ja dann auch für Geschäftsführer, wenn wir nachher sehen gleich. Stimmt. So, das ist ein kurzer Überblick. Vielleicht kannst du es mal gerade erläutern zum Thema Sachzuwendungen, was es da alles gibt. Gerne. So eine kleine einleitende Folie, eine Aufwärmfolie nenne ich es mal. Ich denke mal, die meisten von Ihnen werden mit Sachzuwendung schon mal in Berührung gekommen sein und wissen wahrscheinlich auch, was es ist. Also da gibt es so Aufmerksamkeiten, 60 Euro brutto, Freigrenzen. Das sind meistens so Gutscheine fürs Fitnessstudio oder Tankgutscheine, wie man das so kennt. Dann gibt es noch sogenannte Rabattfreibeträge bis 1.080 Euro im Jahr, wo ein Unternehmen aus den eigenen Waren und Dienstleistungen Zuwendungen an die Mitarbeiter geben kann. Und was wir besonders spannend finden, das ist die pauschalierte Besteuerung bis 10.000 Euro pro Person pro Jahr, weil einmal der Betrag natürlich attraktiv hoch ist oder die Freigrenze attraktiv hoch ist. Und Gold hat ja auch eine sehr hohe Kaufkraftdichte und diese Kombination aus Gold und einer Sachzuwendung bis 10.000 Euro finden wir sehr spannend. Und deswegen haben wir uns das als Thema heute mal rausgesucht. Perfekt, dann schauen wir uns gleich in der Tiefe an. Vielleicht mal vorab, Sie sehen auch hier bei den 1.080 brutto, dass es sich Zuwendung von Waren aus dem eigenen Sortiment des Arbeitgebers handelt. Und bei den 10.000 Euro Freigrenze eben ist das nicht so sozusagen. Das heißt, Edelmetallhändler wie wir zum Beispiel könnten diese 10.000 Euro nicht machen. Bei uns wäre bei 1.080 Schluss. Aber das ist dann auch die einzige Ausnahme, die wir dann in dem Bereich. Zum Glück gibt es auch noch ganz viele Unternehmen, die nicht im Edelmetallhandelsgeschäft sind und die können natürlich dann die 10.000 Euro. Genau, das heißt, was wir nicht machen können, können Sie aber dann später tun. Ja, schauen wir uns mal an, was ist eigentlich die pauschalisierte Sachzuwendung bis 10.000 Euro pro Jahr und warum funktioniert das mit Edelmetall? Ja, also vielleicht mal so grundsätzlich Sachzuwendung oder die Sachzuwendung sind ja betrieblich veranlasste Zuwendungen, die ein Unternehmen Geschäftspartner oder Mitarbeitern geben kann. Und der Gesetzgeber macht es einem hier mit den Vorschriften leicht, dass ich da keine komplizierten geldwerten Vorteile berechnen muss. Das ist eigentlich so die Grundlage von Sachzuwendung. Und jetzt heißt es aber Sachzuwendung, was ist eine Sache, steuerlich gesehen alles, was jetzt kein gesetzliches Geld ist. Und jetzt sagen wir aber immer, Gold ist Geld oder Gold ist sogar das bessere Geld. Funktioniert es trotzdem? Ja, man muss da halt nur unterscheiden zwischen Barren und Münzen. Also bei Barren funktioniert es, bei Münzen funktioniert es nicht, wenn die in den Herkunftsländern auch gesetzliches Zahlungsmittel sind. Also Maple Leaf zum Beispiel, Krügerrand, Britannia. Heißt, da muss ich einfach nur unterscheiden, aber es gibt ja bei den Barren ganz viele verschiedene Stückelungen. Ich habe hier mal so 1 Gramm Stückelung dabei, 10 Gramm Stückelung dabei, einen schönen 100 Gramm Barren. Also da kann ich mir die 10.000 Euro durch verschiedene Stückelungen schon ganz gut zusammenstellen. Perfekt, genau. Das heißt, im Endeffekt ist es so, Gold, ja, es funktioniert mit Gold, nicht mit Münzen, wenn sie denn gesetzliches Zahlungsmittel sind, aber dann zum Beispiel mit den klassischen Barren. Und ich sage mal, gut ein Kilo, da sind wir jetzt leicht über den 10.000 Euro drüber, ne? Also geringfügig. Leicht, ja. Aber bei 100 Gramm, da haut es aktuell zumindest noch hin. Genau. Ja. Ja, dann zweite Frage ist, welcher Betrag genau denn für die Einhaltung dieser 10.000 Euro Grenze pro Jahr gilt?
Ja, genau. Da geht es um den Kaufbetrag oder um den Anschaffungsbetrag. Und da ist es auch klar geregelt, also alles, was ich aufwenden muss, um die Edelmetalle anzuschaffen, also auch eventuelle Anschaffungsnebenkosten, Agio oder Aufgelder würden mit dazu zählen. Das heißt, wir haben ein einfaches Beispiel gemacht. Unternehmen kauft jetzt Gold, Kaufbetrag sind 8.500 Euro, das ist der Anschaffungsbetrag, das ist dann auch der Betrag, der für die Freigrenze gilt. Mhm. Und es geht nicht nur mit Gold, es geht auch mit Weißmetallen, auch mit Silber. Auch spannend. Auch spannend. Beispiel 7.500 Euro Kaufbetrag inklusive Mehrwertsteuer bei der Silber. Bei Gold gibt es ja keine Mehrwertsteuer bei Anlagegold. Also in dem Fall auch gleich Anschaffungsbetrag. Also man kann vereinfacht sagen, der Betrag, der auf der Rechnung steht, der zählt für die Freigrenze. Okay, das ist ja einfach, das passt soweit. Gut, dann ist die Frage auch, Gold verändert sich ja im Wert. Was ist denn, wenn die Firma das heute kauft und dann erst später dem Arbeitnehmer übergibt bei einem veränderten Goldpreis? Ja, ist eine spannende Frage, weil wir auch viele Unternehmen gehabt haben, die gesagt haben, wir würden das Gold jetzt schon relativ früh einkaufen, wollen es aber nicht gleich zuwenden. Und wie ist das dann mit dem Preis? Und da zeigt sich halt die Vereinfachungsvorschrift, weil da sagt der Gesetzgeber ganz klar, keine komplizierten Geldwertvorteile. Es gilt auch dann, im Wirtschaftsjahr, da muss sozusagen die Übergabe erfolgen, gilt der Anschaffungspreis. Also heißt, im Optimalfall kauft das Unternehmen das Gold, es steigt im Wert, es überreicht es, dann hast du als Empfänger im Prinzip gleich schon mal einen Gewinn gemacht. Wir haben zwei einfache Beispiele gemacht. Im ersten wird das Gold im Februar erworben, Gegenwert 5.800 Euro. Dann wird es dem Mitarbeiter übergeben zur Mitte des Jahres. Mittlerweile ist der Wert des Goldes gestiegen auf 6.000 Euro. Trotzdem werden in der Lohnabrechnung dann für die Sachzuwendung die 5.800 erfasst. Und dabei ist übrigens auch egal, wenn der Gegenwert dann über die Freigrenze steigt. Also Beispiel 2 haben wir das mal gemacht. Im Februar wird Gold erworben. Das soll einem Mitarbeiter zugewendet werden. Gegenwert im Februar 9.800. Mhm. Jetzt steigt der Goldpreis auf über 10.000, was ja oberhalb der Freigrenze wäre. Ist aber vollkommen egal. Innerhalb des Wirtschaftsjahres gilt der Anschaffungsbetrag. Also der hätte dann Gewinn gemacht. Und im Prinzip fast das Maximum an Gold, an Goldsachzuwendung. Und nach einem Jahr ist der Gewinn ja sogar steuerfrei. Genau, das kommt auch noch dazu. Genau, was passiert denn dann, wenn sie denn überschritten werden würde? Also sagen wir hier als Beispiel 10.000 Euro und 1 Cent. Ja, der 1 Cent reicht den Finanzverwaltungen schon aus, um zu sagen, jetzt ist der Lohnsteuervorteil, den du als Arbeitnehmer bekommen würdest, leider weg. Mhm. Das ist dann eine sehr harte Regelung, aber kann man auch nachvollziehen. Jetzt haben wir auch mal ein Beispiel genommen. Also ein Arbeitgeber möchte einem Mitarbeiter jetzt Gold zuwenden und der Anschaffungsbetrag wurde jetzt hier bei 10.000 Euro und 5 Cent in dem Beispiel mal liegen. Übergibt es demselben Monat dem Mitarbeiter, eigentlich geht das dann nicht. Also eigentlich müsste der Mitarbeiter jetzt das komplett versteuern und diesen Lohnsteuervorteil, den er ja hätte, müsste ja nicht die Lohnsteuer tragen, die ist ja pauschaliert über den Arbeitgeber. Dieser Vorteil wäre dann weg. Wenn jetzt sowas passiert, kann man es irgendwie heilen oder lösen? Also wenn es einmal auf der Lohnabrechnung so draufsteht. Nein, ich meine, also wenn man für mehr als 10.000 gekauft hat. Ja, da gibt es natürlich eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Im Prinzip haben wir da ein Beispiel mal gemacht. Das ist auch relativ einfach, denn das Unternehmen kann so viel Gold kaufen, wie es will. Das ist ja nicht entscheidend. Entscheidend ist ja, was dann auf der Lohnabrechnung des Mitarbeiters draufsteht. Also man kann die 10.000 Euro und 5 Cent ja auch einfach auf 2 oder auf 3 Personen aufteilen. Da freuen sich dann die anderen Mitarbeiter auch und man hat dann das steuerliche Problem gelöst. Genau. Gibt es denn bestimmte Arbeitnehmergruppen, für die so eine Lösung überdurchschnittlich attraktiv ist? Ja, gibt es. Also vorneweg nochmal gesagt, das ist auf jeden Fall für jeden attraktiv. Es ist jetzt erstmal egal, wie viel man verdient. Haben wir auch noch gleich ein weiteres Beispiel dazu. Aber es gibt auch welche, die tatsächlich überdurchschnittlich profitieren. Und das hat so ein bisschen damit zu tun, dass in diesem Fall ja die Sachzuwendung weiterhin sozusagen sozialabgabenpflichtig ist. Mhm. Und ab einer gewissen Verdiensthöhe, wo ich oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen liege, fallen dort eben keine Sozialabgaben mehr an. Das heißt, all diejenigen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen in den Sozialversicherungen verdienen, die haben natürlich einen Vorteil, wenn sie jetzt Gold geschenkt bekommen. Und interessant ist es natürlich auch generell für Angestellte oder lohnsteuerlich als Angestellt geltende, die zum Beispiel eine Geschäftsführerfunktion haben oder auch Gesellschafter, Geschäftsführer, die können sich das Gold tatsächlich auch selber zuwenden. Ah, das ist natürlich dann sehr, sehr spannend. Vielleicht ist der ein oder andere Geschäftsführer dabei, der jetzt ganz hellhörig geworden ist in dem Bereich. Ja. Wie ist es denn bei GmbH und Co. KG als Personengesellschaften? Ja. Die Frage hatten wir mal aus der Praxis raus. Die kam genau. Es gibt
noch viele Familienunternehmen, die die Gesellschaftsform auch der GmbH und Co. KG noch haben. Mhm. In dem Fall geht es leider nicht, weil ich dort lohnsteuerlich keine Arbeitnehmer habe, okay. Also Kommanditisten und Komplementäre. Das funktioniert dann an der Stelle leider nicht. Was aber auf jeden Fall funktioniert, ist bei Einzelunternehmern. Die Frage kommt in Verbindung damit nämlich auch häufig. Und das ist wieder ganz klar gelöst. Also alle unbeschränkt und beschränkt Steuerpflichtigen, und dabei ist es völlig unerheblich, welche Rechtsform dem zugrunde liegt, können die Sachzuwendung nutzen bis 10.000 Euro. Perfekt, also betrifft ja relativ viele dann, die es können auf jeden Fall. Du hast doch mal ein Beispiel mitgebracht, wie man das Ganze auch bei geringfügig Beschäftigten, ne? Mal die andere Seite aufzuzeigen, wie das da auch funktionieren kann. Genau, und da funktioniert es tatsächlich. Weil auch da ist es wieder klar geregelt, also geringfügig Beschäftigter ist ja lohnsteuerlich gesehen auch Arbeitnehmer. Das heißt, der kann eine Edelmetallsachzuwendung bekommen. Es gibt da auch keine Angemessenheitsgrenzen von Verdienst zur Sachzuwendung. Das ist alles überhaupt kein Problem. Mhm. Ich sage an der Stelle immer nur dazu, man muss ein bisschen aufpassen, wenn jetzt sozusagen viele enge Familienangehörige im Unternehmen arbeiten und alle geringfügig Beschäftigte sind, aber alle die vollen 10.000 Euro als Sachzuwendung bekommen, dann sollte man da ein bisschen genauer hinschauen. Das könnte in Richtung verdeckte Gewinnausschüttung gehen. Aber so, wie wir es hier dargestellt haben, überhaupt kein Problem. Also jeder kann davon profitieren. Es ist eigentlich egal, wie hoch das Verdienst ist. Okay, perfekt. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Darf es denn auch vertraglich vereinbart sein? Der andere wird sich jetzt denken, super, na, dann mache ich ja einen Teil des Gehaltes in Form von Gold generell und lege das vertraglich fest. Funktioniert das? Also vertraglich festlegen, darf man es nicht oder soll man es bitte nicht? Das ist eine Frage, die auch kam von einem börsennotierten Unternehmen, mit dem wir gesprochen haben, mit einer vierstelligen Anzahl von Mitarbeitern, wo man sagte, naja, dann machen wir das doch gleich mal zur Grundlage der Verträge und auch zum Teil der Lohnzusagen. Und das funktioniert leider nicht. Also es muss immer ergänzend zu den ohnehin vereinbarten Zusagen, Gehaltszusagen erfolgen, also sowohl Gehälter als auch Bonuszusagen. Und insofern darf es nicht schriftlich vereinbart sein. Okay, also eine freiwillige Zahlung. Ist eine freiwillige Zahlung, genau. Okay. Ist aber am Ende des Tages, tut dem Ganzen eigentlich keinen Abbruch, weil es ist eine reine Formalität. Ja. Es soll einfach verhindert werden, dass jetzt die Lohnsteuer modellhaft umgangen werden, aber trotzdem kann das Unternehmen all seinen Mitarbeitern jedes Jahr bis zu 10.000 Euro Edelmetalle zuwenden. Es darf halt nur nicht schriftlich modellhaft ausgestaltet sein. Okay, ist aber nachvollziehbar. So, und jetzt fragt sich der eine oder andere wahrscheinlich auch, wie sieht denn sowas auf dem Lohnzettel eigentlich auf? Und da hast du mal ein richtig schönes Beispiel, dass man das mal grafisch auch sieht, wie das Ganze aussieht, wenn man sowas macht auf dem Lohnzettel. Genau, also wir haben mal zwei Beispiele gemacht, genau, und auch da nochmal vorneweg, keine Sorge, wir werden jetzt nicht die einzelnen Lohn- und Steuerarten durchdeklinieren, sondern es soll einfach mal veranschaulichen, was passiert, weil jedes Lohnbuchhaltungsprogramm macht das, was wir jetzt hier sehen, automatisch, weil ja die Sachzuwendung eine eigene Lohnart ist und alles andere passiert automatisch. Also wenn wir einfach die obersten beiden Zeilen uns anschauen, ich habe ein Gehalt, in dem Fall 3.500 Euro brutto. Und jetzt haben wir eine Sachzuwendung in Gold im Gegenwert von vereinfacht 2.000 Euro. Unten sehen wir ja schon das Nettoentgelt. Und alles, was jetzt passiert, steuerlich gesehen, passiert automatisch. Aber man kann so an drei Beispielen, dachte ich mir, nochmal die Zusammenhänge ein bisschen genauer erläutern. Also zum einen, es ist ja nur das Gehalt lohnsteuerpflichtig, nicht die Sachzuwendung aus Arbeitnehmersicht. Ne? Mhm. Sie wird pauschal oder pauschaliert versteuert vom Arbeitgeber übernommen. Deswegen tauchen da nur die 3,5 auf und nicht das gesamte Verdienst, die 5,5. Aber das Gesamtverdienst bleibt sozialversicherungspflichtig. Da gelten dann die Beitragsbemessungsgrenzen. In der Rentenversicherung ist die höher als die 5,5, die hier verdient werden. Deswegen tauchen die dort aus. In der Krankenversicherung ist sie geringer als die 5,5. Deswegen taucht dort die Beitragsbemessungsgrenze auf, 4.987,50. Auch Stand 2023. Und so kommt das dann zustande. Mhm. So, und jetzt haben wir ja eben schon gesehen, wer profitiert besonders, muss man sagen. So. Und natürlich diejenigen, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen verdienen. Ja. Also bei einem Gehalt von 7,5 bin ich oberhalb der höchsten. Die höchste ist meine Rentenversicherung, jetzt aktuell 7,3. Und jetzt haben wir mal gesagt, wir schöpfen aus dem Vollen. Ne? Also 7,5 Gehalt und die volle Sachzuwendung bis maximal 10.000. Dann sieht das folgendermaßen aus. Man kann es schon am Netto erkennen. Also aus den 17.500 kommen dann netto 14.400 raus oder ein bisschen mehr. Bei der Lohnsteuer, wie gesagt, ist nur das Gehalt drin, das muss ich die volle Lohnsteuer zahlen. Mhm. Bei der Rentenversicherung taucht jetzt die Beitragsbemessungsgrenze auf bei 7,3, nicht die 7,5, da liegt er ja drüber.
Und bei der Krankenversicherung bleibt es wieder bei der alten Beitragsbemessungsgrenze. Mhm. Also nochmal, das Lohnbuchhaltungsprogramm macht das automatisch, aber so kriegt man mal eine Idee, wie die Sachzuwendung dann sozusagen in die Lohnabrechnung hineinwandert. Das heißt, in dem Fall ist ja tatsächlich brutto für netto, ne? So ja, im zweiten Beispiel ist die Sachzuwendung brutto für netto 100% Vorteil, besser geht es eigentlich nicht. Okay, perfekt. Und dann hast du mal eine Gegenüberstellung gemacht, wie praktisch der Unterschied zwischen dem Geldbonus und dem Goldbonus sich im Netto bemerkbar ja. macht. Sag das mal gerne auf, das ist sehr spannend. Genau, jetzt haben wir gesagt, das, was wir eben als Goldbonus als Beispiel gebracht haben, das vergleichen wir nochmal, was wäre passiert, wenn er einen Geldbonus bekommen hat. Und wir schauen einfach mal, was steht oben brutto als Verdienst und was kommt unten netto raus. Mhm. Also im ersten Beispiel würde er jetzt Gehalt 3,5 bekommen und den Bonus in Geld, 2.000 Euro. Also aus 5.500 Euro würden dann netto 3.425 werden. Und im zweiten Beispiel, wo das mit Gold passiert, hätte er jetzt ca. 600 Euro mehr netto. Also ist auf jeden Fall schon mal deutlich attraktiver. Also prozentual betrachtet auf den Auszahlungsbetrag auf jeden Fall deutlich spürbar. Deutlich, deutlich spannender. So, dann hast du ja noch den anderen Vergleich mit den, ich sag mal, Höherverdienenden und ja. da ist es ja dann wieder auch. Genau, und da haben wir einmal die 17.500, also jetzt im ersten Beispiel würde er die 10.000 Euro dazu dann als Geldbonus bekommen. Netto würden dann 9.982,83 übrig bleiben. Und wenn wir es als Gold machen, hätte er da wirklich brutto für netto das Gold. Also da wären dann noch 17.5 brutto, 14.4 netto. Also fast 4,5 mehr. Attraktiv. Ne? Ja. Das ist super spannend. Auch sehr ordentlich, würde ich sagen. Ja. Genau, dann gibt es noch die, wo sind denn die Vorteile, einmal aus Arbeitnehmersicht und einmal aus Arbeitgebersicht? Das hast du nochmal schön zusammengefasst. Genau, also dass wir jetzt nochmal sozusagen zwei verschiedene Brillen aufsetzen und auch nochmal sagen, Bonuszahlung als Geld aus Arbeitnehmersicht und bei den Edelmetallen aus Arbeitnehmersicht. Also in beiden Fällen muss ich natürlich versteuern. Wenn ich das als Geld bekomme, muss ich alles, was ich bekomme, versteuern, muss auf alles die Lohnsteuer zahlen. Und wenn ich es als Edelmetallzuwendung bekomme, dann muss ich nur auf mein Gehalt die Lohnsteuer zahlen. Mhm. Das Gold bleibt lohnsteuerfrei. Ja, und dann habe ich aber auch natürlich noch ein bisschen was anderes in der Hand als jetzt Geld. Ne? Also beim Geld weiß ich, ist es im nächsten Monat durch die Inflation schon wieder ein bisschen weniger wert. Und das Gold, was ich in der Hand halte, da sind die Aspekte Werterhalt und Wertschätzung irgendwie nochmal spannender zusammengefügt, finde ich. Also insofern ist das auf jeden Fall ein Vorteil beim Gold. Ja, und jetzt aus der Arbeitgebersicht auch noch mal betrachtet, muss man sagen, es ist kein Steuersparmodell für Unternehmen, das muss man dazu sagen. In beiden Fällen entsteht ja ein Aufwand, wenn der Bonus als Geld gezahlt wird und bei Gold. Aber wenn er als Gold gezahlt wird, dann können hier die Anschaffungskosten der Metalle und auch die pauschalierte Lohnsteuer abgesetzt werden. Und ja, ich kann die Ertragssteuern damit auch entsprechend reduzieren. Und kann mein Mitarbeiter auch einfach einen cooleren Sachwert zuwenden, ja. als jetzt nur in Anführungszeichen Euro. Ich denke, das ist ja auch ein Thema Wertschätzung an den Mitarbeiter und natürlich auf Kundenbindung, denn wie viele Unternehmen gibt es denn bisher zumindest, die Gold als Sachzuwendung an die Mitarbeiter ausschütten? Ich glaube, das ist was Besonderes und wenn man das tut, dann zeigt man auch, wie wichtig einem der Mitarbeiter ist. Jetzt bietet Solid ja viele Lösungen an. Ja. Wenn es ums Thema Sachzuwendung geht, mit welchen funktioniert es denn? Also es gibt ja genau genommen drei Lösungen, die man nutzt, die wir im Angebot haben. Und alle drei funktionieren, nehme ich das sozusagen schon mal vorne weg. Wir gehen sie mal ganz schnell durch. Also es würde den Wertekauf geben. Das heißt, das Unternehmen erwirbt die Metalle, lässt sie sich schicken, übergibt sie dann dem Mitarbeiter auch in der Form. Mhm. Was ja auch ein schönes Event sein kann, wenn man das dann entsprechend so gestaltet. Und wie gesagt, das muss innerhalb des Wirtschaftsjahres ablaufen. Und dann gibt es zwei Lagerkonzepte, einmal das Wertelager und das Edelmetalldepot, die aber auch funktionieren, weil auch in beide Edelmetalle physisch reinkommen und entsprechend übergeben werden können. Beim Wertelager ist es eine segregierte Einzelverwahrung, wo ich dann die Metalle entsprechend aussuche, das Wertelager öffne und das Wertelager dann auf den Mitarbeiter im Wirtschaftsjahr übertrage. Und beim Edelmetalldepot ist es eine Sammelverwahrung von industriellen Großbarren. Also auch dort sind die Barren mit drin und das kann ich dann auch eröffnen und es dann auf den Mitarbeiter übertragen. Also alle drei Lösungen funktionieren und werden auch genutzt. Perfekt, sehr schön. Ja, die Lagerlösungen sind ja dann praktisch so, dass der Vorteil natürlich ist, dass der Mitarbeiter das Edelmetall nicht selber lagern muss, hat halt dann die Lagerkosten zu tragen, aber die sind auch ziemlich überschaubar. Ja. Also das sind dann, hat alles Vor- und Nachteile. Wertekauf ist natürlich der Klassiker, sage ich mal, ne? Weil dann kann man das einfach symbolisch schön in die Hand drücken. Das wirkt natürlich dann nochmal ganz gut. Schauen wir uns jetzt mal an, wie Firmen wertvolle stille Reserven im Betriebsvermögen
bilden können? Und die erste Frage ist, glaube ich, eine rhetorische Frage. Die Antwort lautet wie? Die Antwort lautet, ja, man kann es, aber die Frage kommt häufiger, als man denkt tatsächlich. Okay. Also kann ich das denn einfach machen? Kann ich einfach Edelmetalle reinkaufen? Ja, es ist so, ich kann alles ins Betriebsvermögen aufnehmen, was den Betrieb fördert. Da gibt es so einen Merksatz, den die Rechtsprechung auch gebildet hat, den kann man ja kurz mal vorlesen. Also das Wirtschaftsgut soll objektiv geeignet sein und vom Eigentümer erkennbar dazu bestimmt sein, den Betrieb zu fördern. Also Gold ist automatisch objektiv dazu geeignet, weil es ja Liquiditätsfunktion hat und erkennbar bestimmt heißt einfach, ich muss es in der Buchführung, in die Buchführung mit aufnehmen oder in die Bilanz mit aufnehmen und anzeigen, dass es Teil des Betriebsvermögens ist. Das ist es eigentlich schon. Okay, und dann gibt es ja noch die andere Frage. Es gibt ja mehrere Arten von Vermögen, Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Mhm. Wo würde denn dieses Gold, wenn die Firma Gold kauft, angesetzt werden? Mhm. Genau, also es kommt da auch wieder auf den Geschäftszweck an, also ob ich das Gold dementsprechend eher länger benötige oder eher kurzfristig. Also bei 99,9% der Unternehmen, die nicht im Edelmetallhandelssektor tätig sind, wird es das Anlagevermögen sein, weil es dort einfach längerfristig zur Verfügung steht. Und bei einem Edelmetallhandelsunternehmen, wie wir es sind, wäre es Umlaufvermögen. Trotzdem nochmal zwei Beispiele mitgebracht, um das nochmal zu illustrieren. Also im ersten Fall haben wir ein Industrieunternehmen, das Liquidität aufgebaut hat und sagt, wir wollen jetzt Edelmetalle erwerben und die ins Betriebsvermögen aufnehmen, kommt ganz klar ins Anlagevermögen in der Bilanz. Mhm. Und im zweiten Fall hätten wir eine vermögensverwaltende Gesellschaft, die zum Zweck hat, ein Portfolio an Finanzanlagen aufzubauen und diese auch zu nutzen. Also das heißt, auch mal zu kaufen und zu verkaufen. Und Gold soll Teil davon sein. In dem Fall würde es ins Umlaufvermögen kommen. Es kommt einfach immer auf den Zweck des Unternehmens an, ist aber am Ende des Tages damit auch sehr klar definiert. Okay, perfekt. Ja, und dann natürlich die Frage nach den Kosten. Mhm. Wie sieht es aus? Welche Kosten kann man wann absetzen? Genau. Wann absetzen ist ein gutes Stichwort. Also erstmal, welche Kosten haben wir? Na, wir haben die Anschaffungskosten und eventuelle Anschaffungsnebenkosten. Dann haben wir eventuell Verwahrgebühren, wenn ich ein Lagerkonzept wähle oder wenn die Edelmetalle halt selber im eigenen Tresor gelagert werden, hat man da gegebenenfalls auch Versicherungskosten. Das sind alles Betriebsausgaben, die angesetzt werden können. Bei Weißmetallen wäre die Mehrwertsteuer noch mit zu berücksichtigen. Also ein Unternehmen, was vor steuerabzugsberechtigt ist, könnte das dann auch noch mit berücksichtigen. Aber du hast eben schon kurz in einem kleinen Nebensatz gesagt, wann. Das ist wirklich ist ein wichtiges Stichwort, weil die Regelung, auf die wir kurz eingehen, die gibt es mittlerweile schon seit 10 Jahren. Aber trotzdem ist sie hier oder da noch nicht ganz so geläufig. Und zwar Thema Anschaffungskosten. Wann kann ich die geltend machen? Da gab es mal vor 2013 Unternehmen, die gedacht haben, naja, Jahr ist gut gelaufen, wir haben gut Gewinn gemacht, jetzt kaufen wir nochmal Edelmetalle, reduzieren damit die Ertragssteuern, setzen das als Anschaffungskosten direkt ab und verkaufen die Edelmetalle direkt im Januar wieder ab. Und das wollte der Gesetzgeber natürlich nicht erreichen und das ist in der Rechtsprechung als die sogenannten Goldfinger-Modelle eingegangen, wahrscheinlich in lockerer Anlehnung an den James Bond mit Gerd Fröbe. Und es ist also weiter möglich, die abzusetzen, aber eben erst zum Zeitpunkt der Veräußerung. Das muss man einfach wissen. Das heißt, Edelmetalle sind kein abnutzbares Wirtschaftsgut. Sie werden mit den Anschaffungskosten dann bilanziert und wenn sie verkauft werden, dann werden sie zu Aufwand und dann können sie auch entsprechend als Betriebskosten angesetzt werden. Mhm. Gibt mir aber auch Gestaltungsspielraum, halt nur zeitlich versetzt. Gestaltungsspielraum ist das perfekte Stichwort eigentlich für das Thema wertvolle stille Reserven. Ja. Kann ich mit Gold im Betriebsvermögen stille Reserven bilden? Ja. Auch rhetorische Frage. Ja. Okay. Ja. Wie genau sieht sowas aus? Also es ist natürlich ist insofern sehr, sehr spannend, als ich da sozusagen auch die Möglichkeiten, die mir dieses Asset Gold gibt, nochmal ganz anders ausschöpfen kann. Also eine stille Reserve ist ja per se ein Wertzuwachs, den ich als solches erstmal nicht versteuern muss. Und wir haben ein Beispiel gemacht, ein Unternehmen, was jetzt in 2007 Gold erworben hätte und das halt über den Zeitraum auch gehalten hätte, hätte hier eine relativ signifikante stille Reserve aufgebaut in Gold. Und was ist jetzt das Spannende? Ich habe einfach mal 3 Punkte zusammengefasst, wo wir denken, dass das auf jeden Fall ein Vorteil ist, den man dabei erwähnen kann. Das eine, ich stärke mein Eigenkapital durch die Bildung von stillen Reserven. Ne? Weil wie gesagt, es kommt mit den Anschaffungskosten rein, es nutzt sich nicht ab und insofern stärkt es dann entsprechend mein Eigenkapital. Es gibt mir eine höhere Unabhängigkeit, was zum Beispiel auch Kredite angeht. Ich kann Gold ja auch als Grundlage für Kredite verwenden etc. Und es ist natürlich
ein Metall, was ich in Krisensituationen relativ schnell veräußern kann und liquidieren kann. Und da sage ich auch immer ganz gerne dazu, der Edelmetallmarkt ist unglaublich liquider. Er ist liquider, als manch einer denkt. Da gibt es Zahlen vom World Gold Council. Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre ist das tägliche Edelmetallhandelsvolumen weltweit ungefähr bei 150 Milliarden. Also das ist mehr als manch ein Anleihemarkt, mehr als manch ein Aktienmarkt. Insofern, in Krisensituationen zeigt sich nicht nur die Inflationsbeständigkeit, sondern auch die Tatsache, dass ich es monetarisieren kann und auf diese Liquiditätsquelle auch in Form der stillen Reserve zugreifen kann. Und das macht es unserer Meinung nach hochinteressant, dass Unternehmen darüber nachdenken sollten, auch Gold zu kaufen. Ich mache jetzt mal ein praktisches Beispiel. Ne? Hätte dann jemand im Jahr 2000 schon erkannt, der Euro ist vielleicht nicht so stabil, wäre in Gold reingegangen, dann sieht man ja hier, dass er extrem günstig gekauft hätte, sehr, sehr hohe stille Reserven aufgebaut hätte. Und wenn jetzt hier, wenn der C-Pandemie und des Lockdowns natürlich und Unternehmen waren ja da gerade finanziell sehr stark gefordert, dann hätte man diese stille Reserven peu à peu auflösen können, hätte genügend Liquidität gehabt und man sieht, dass Gold ja sogar in dieser Phase massiv gestiegen ist. Also wir hatten ja da auch dann später neue Allzeithochs. Also von daher wäre es der perfekte Hedge gewesen, wie man so in der Branche sagt, gegen diese Krise. Und ich sage mal, nach der Krise ist vor der Krise. Die nächste kommt bestimmt. No? Jetzt ist die Frage, was ist denn besser? Wir haben ja auch Unternehmer heute mit dabei, das Gold einfach privat zu kaufen und dann eventuelle Steuerfreiheiten zu nutzen. Die gibt es ja auch. Oder dann eben doch im Betriebsvermögen. Was ist da besser? Die Frage kommt auch ganz häufig. Und an der Stelle sagen wir immer ganz gerne, es ist vielleicht nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist manchmal ist die Kombination auch beiden die ideale, von beiden die ideale Lösung. Also wie du gerade gesagt hast, ich habe als Privatperson Dinge, die ich machen kann oder die ich nutzen kann, die ich wiederum als Unternehmen nicht machen kann, aber auch umgekehrt. Am besten ist es eigentlich, wenn ich die Vorteile aus beiden Sphären nutze. Also ich bin als Privatperson nach 12 Monaten mit Wertzuwächsen steuerfrei. Und kann dafür jetzt keine Anschaffungskosten absetzen und Verwahrgebühren absetzen. Das kann ich wiederum als Unternehmen. Da kann ich aber dann eben stille Reserven bilden, muss aber die Gewinne versteuern. Also eigentlich sollte man beide Sphären meiner Meinung nach getrennt betrachten und überlegen, wie kann ich eine optimale Kombination aus beiden bilden. In beiden Fällen profitiert man aber auf jeden Fall von der Qualität von Edelmetallen, dass sie ein inflationsausgleichender Sachwert sind. So. Okay, und jetzt wird die spannende Frage natürlich, mit welchen Solidlösungen kann man das Ganze denn umsetzen? Genau. Wir haben ja vorhin schon 3 Lösungen besprochen und in dem Fall sind es auch diese 3 Lösungen, doch alle 3 funktionieren. Also alle 3 sind dafür geeignet, um ins Betriebsvermögen Gold zu kaufen. Deswegen machen wir sie auch alle 3 hier schon mal auf. Also einmal der Wertekauf, sprich Unternehmen kauft das Gold, kümmert sich dann selber um die Lagerung. Und dann haben wir die beiden Lagerkonzepte, einmal das Wertelager mit einer segregierten Einzelverwahrung, dann für das Unternehmen oder die Sammelverwahrung im Solid-Edelmetall-Depot. Beim Wertelager wäre noch spannend, da gibt es verschiedene Standorte, wo ich lagern kann. Das heißt, da könnte ich also noch regional diversifizieren, was vielen Unternehmen, die auch nicht nur in Deutschland tätig sind, sondern beispielsweise auch europaweit oder auch weltweit aufgestellt sind, für die durchaus wichtig ist, dieser Aspekt. Aktuell glaube ich Deutschland, Schweiz, Kanada und Liechtenstein. Genau, das wären die möglichen Lagerorte. Mhm. Denken natürlich auch noch über weitere nach. Also das Thema asiatischer Raum ist da auf jeden Singapur. Fall auch eins. Ja. Mhm. Also insofern, alle 3 funktionieren. Die meisten haben tatsächlich das Wertelager genutzt, die es in der Form umgesetzt haben fürs Betriebsvermögen. Also vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die es nicht so im Detail kennen, Wertelager bedeutet im Wesentlichen, man kauft auch Münze oder Barren, aber lässt es dann eben nicht ausliefern, sondern einlagern in einem dieser genannten Lager. Und Edelmetalldepot bedeutet, ich kaufe Anteile an Kilobarren, an Bruchstücke Barren. Das ist zentral in der Schweiz gelagert. Man ist auch Eigentümer, hat aber eben nicht Anspruch auf ein konkretes Stück, sondern einfach nur auf Gewicht, egal von welchem Barren, kann sich aber beides ausliefern lassen. Das ist da unabhängig davon. Und im Wesentlichen kann man sagen, beim Edelmetalldepot werden die Verwahrgebühren eben vom Bestand bruchstücksartig abgezogen. Das heißt, der Bestand verändert sich, was dann natürlich Dinge zu beachten gibt in der Bilanzierung des Ganzen. Und beim Wertelager ist es so, dass der Bestand praktisch gleich bleibt. Ich eine Rechnung über die Lagerkosten bekomme, die separat bezahle und damit ist es buchhalterisch ein bisschen einfacher. Ja. Und das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum die meisten sich hier fürs Wertelager auch entschieden haben. Ganz genau, ja. Wunderbar. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie könnte denn Ihre persönliche Lösung aussehen für Sie als Unternehmer, für Sie als Firma oder für Sie als Leistungsträger, als Mitarbeiter? Was könnten Sie an Ihren Chefs oder die Personalabteilung
weitergehen. Und da einfach unsere Empfehlung, kontaktieren Sie gerne Olli, dich und dein Team. Ja. Sie können den Kontakt aufbauen unter premium@solid-kapital.de, einfach eine E-Mail schicken. Sie können auch über die Homepage Kontakt mit uns aufnehmen oder, was das Einfachste ist, Sie scannen einfach diesen QR-Code und haben dann die Möglichkeiten, mit den Kollegen direkt einen zum Beispiel Online-Gesprächstermin einfach mal zu vereinbaren, um Ihre Situation zu schildern und dann sich von deinem Team einfach eine individuelle Lösung auch maßschneidern zu lassen. An dieser Stelle noch ein kleiner Disclaimer und Hinweis. Alle Themen, die wir heute besprochen haben, wurden von dir wirklich sehr, sehr gut recherchiert. Ich habe das alles mitbekommen, auch mit Gesprächen mit Steuerberatern, mit Wirtschaftsprüfern. Nichtsdestoweniger, trotz wir können keine Steuerberatung machen. Das heißt, bitte die dargestellten Hinweise immer verstehen, unter der Voraussetzung, dass Sie das Gesagte nochmal von Ihrem Steuerberater oder Wohnsitzfinanzamt einfach prüfen lassen. Ja, vielen Dank soweit. Wir kommen zur Fragerunde. Ich würde einfach mal ein paar Fragen vorlesen. Eine spannende Frage: Gibt es einen Gleichbehandlungsgrundsatz unter den Mitarbeitern zu beachten bei dem Thema goldene Sachzuwendung? Das ist eine sehr schöne Frage, hat der Gesetzgeber auch ganz klar gelöst. Wenn ein Unternehmen es anbietet, dann muss es es allen Mitarbeitern anbieten. Es darf also nicht nur Einzelnen angeboten werden. Okay, aber anbieten heißt ja nicht, dass ich zwingenderweise sage, jeder kriegt gleich viel, weil tendenziell ist es ja eine freiwillige Zahlung. Das stimmt. Und von daher, denke ich, ist da die Entscheidung natürlich immer noch final. Sie müssen also nicht jedem Mitarbeiter gleich viel Gold zuwenden. Das wäre, glaube ich... Das wäre auch eine Bevormundung, würde ich fast schon sagen, durch den Gesetzgeber. Nein, so weit geht es dann nicht. Genau, was haben wir noch? Kann die Pauschalsteuer auch als Betriebsausgabe abgesetzt werden? Kann sie, ja. Gut, dann ist das schon eine einfache Frage. Welche Produktlösungen werden oder Sachzuwendungen angeboten? Da wird es ein bisschen knapp, ne? Also wenn ich jetzt 1 Gramm nehme als Barren, da bin ich also schon bei 58 Euro. Ja. Was gehen würde tatsächlich, wäre im Edelmetalldepot gehen Sparpläne ab 25 Euro? Das würde gehen, ja, das stimmt. Aber dann hätte man halt praktisch einmalig diese 25 Euro oder man macht das Ganze monatlich und akkumuliert es dann übers Jahr. Ne? Also immer die Frage, wie viel möchte ich denn dann entsprechend dann übergeben? Die Frage auch von einem Edelmetallhändler tatsächlich, also ein Kollege sozusagen, der fragt, ob man das auch an die eigenen Mitarbeiter machen kann. Das würde funktionieren in unserer Branche bis 1080 Euro. Genau, also wir haben das selber auch nochmal prüfen lassen. Ehrlicherweise, es gibt dafür jetzt keine logische Erklärung, sondern es ist einfach eine Regulierung, wenn man sozusagen die Möglichkeit hat, diesen Rabattfreibetrag auf das eigene Sortiment zu geben, dann darf man darauf nicht zusätzlich auch eine pauschaliert versteuerte Sachzuwendung bis 10.000 Euro geben. Also da sagt er einfach, das wäre zu viel des Guten. Wie gesagt, kann man logisch vielleicht jetzt nicht erklären oder nachvollziehen, aber so ist einfach die Regelung. Wir haben das auch nachgefragt. Ja. Okay, perfekt. Ja, wir müssen uns mit den 1.080 begnügen. Alle anderen können 10.000 machen. Eine Frage hatte ich noch, wie die Kosten für das Wertanlage in der Schweiz sind. Die sind gestaffelt, je nachdem, wie hoch der Anlagebetrag tatsächlich ist. Fängt oben bei 1,4 für Gold an und geht dann runter bis 0,7 in etwa. Also je nach dem Gegenwert, was entsprechend mit bezahlt wird. Genau. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Interesse. Und melden Sie sich gerne einfach bei den Kollegen der Premium-Beratung. Wenn Sie Fragen haben, helfen Ihnen die Kollegen und Kollegen gerne weiter, machen Ihnen ein individuelles Konzept. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder mal bei uns auf dem Kanal vorbeischauen sozusagen. Und wünsche Ihnen jetzt alles, alles Gute, eine glänzende Zukunft. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Ihr Andreas Ullmann und Ihr Oliver Wilhelm. Bis bald. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.